Ein wunderschön herzliches Willkommen zum Kanal Tutorial Nummer 5. Diesmal geht es um den Ja, bei YouTube gibt es dann hinten Kanalinformationen, wo ich einen Kanal anschaue. Größtenteils eigentlich immer diese Informationen rein, nachdem ich 2 Videos angeschaut habe oder mehr. Dann schaue ich allererste, nee, persönlichen Runden einfach in diese Kanalinformationen rein. Und da spricht mich dann manchmal diese Frage, ey, was schreibst du denn da überhaupt rein? Wow, wunderschöner Kanalbeschreibung. Oder es steht überhaupt nichts drin. Ja, wenn da überhaupt nichts drin steht, wie will ich denn als Zuschauer wissen, was da auf den Kanal genau kommen soll? Ich kann mir dann die Videos anschauen. Ja, dann weiß ich ja vieles, aber ich möchte dann wissen, wer steckt dahinter? Dafür ist diese Informationenbeschreibung ja auch sehr wichtig. Einfach den Grund, die Kanalinformationenbeschreibung, da kommen die wichtigen und notwendigen Informationen über dich, was du auf dem Kanal so bringst und vielleicht auch eine wissenschaftlicher Art oder wie auch immer die deine Schreibweise ja auch ist. Es gibt ja Leute, fröhlich rauch, das siehst du sofort. Natürlich hast du dann aber auch die klingt sehr nach Wissenschaft oder nach Politik, weil da ein Politiker ist. Dann ist die Schreibweise wieder komplett was anderes. Da muss jeder selber sich überlegen, was habe ich, was bringe ich und wie möchte ich auf die Leute wirken. So, ich weiß da nicht, wie bei mir die Kanalbeschreibung ist, weil die habe ich vor gefühlte 2 Jahren irgendwie erneuert und seitdem eigentlich auch nicht mehr. Darum weiß ich daran auch nicht. Aber auch ich muss langsam nächstes Jahr mal wieder nachschauen. Muss ich die mal wieder aktualisieren? Wenn ja, was mache ich? Erstmal Begrüßung. Wie möchtest du die Person begrüßen? Hey Leute! Hey yo! Hey, ich bin Benjamin und 21 Jahre mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Elektriker. Hier auf diesem Kanal bringe ich für euch Gaming News und Tech. Was ist das denn genau? Gaming, also Spiele, was irgendwie auch der Gaming-Branche besteht, das spiele ich, dass hier irgendwie Simulatoren sind oder Detektivspiele, Freundschaftsspiele. So bei News bekommt ihr die Wochen-News von der vergangenen Woche, die so passiert ist, überall und in den Technik-Video informiere ich euch über neueste Technik, baue irgendwas zusammen, gestalte irgendwas, erkläre was, Schlussformel, dann wenn ich eure Interesse gezeigt habe, dann schaut gerne hier mal auf diesem Kanal vorbei rein und dann wir sehen uns in einem der Videos. Bis dann, euer Benjamin. Und dann habt ihr gleichzeitig schon mal so eine Art, ja, ihr habt euch vorgestellt, habt euch schon mal ein bisschen kennengelernt und schaut mich vielleicht 1-2 eurer Videos an. So, ich habe das mir jetzt wirklich nur auf den Kopf ausgedacht, die Kanalbeschreibung. So, ich weiß ja grob, was ich ja auf meinem Kanal finde. Das muss in der Kanalinformationenbeschreibung rein.
Und alles andere ist da erstmal unwichtig. Ich mag überhaupt nicht, wenn da keine Informationsbeschreibung da ist. Weil da denke ich mir so, das schaue ich mir auch nicht gern an. Besonders wenn da um so Redaktionssachen geht, dann muss sowas rein. Weil wir haben hier in Deutschland leider eine Impressumpflicht. Ich habe ja eine Webseite, da ist das dann verlinkt, aber eigentlich müsste auch jedem soziale Netzwerk eine Adresse zumindest stehen. So, natürlich, das machen viele auch nicht, aber die Rechtslage sieht da leider wieder anders aus. Mich nervt das selber auch, dem ich echt wirklich so, aber was soll ich tun? Das war hier erstmal mit dem Kanal Informationsbeschreibung und somit sage ich dann schönen guten Tag. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder beim Kanal Tutorial mit dem Thema Kanalbanner. Was muss denn da rein? Ich hatte versucht, jemanden anzufragen, aber das erkläre ich euch das nächste Mal. Bis dahin, schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.